Hans-Jochen Watzke, ein Wahnsinnsspiel für die Zuschauer, für die Beteiligten auch? In meinen Nerven war es nicht so gut. Ich habe eben erstmal versucht, mich wieder ein bisschen runterzubringen. Das war gar nicht so einfach. Aber es war sehr intensiv und Bayer hat ja nach vorne auch sehr viel Qualität. Und insofern, wir hätten es vielleicht in der ersten Halbzeit mal unsere Konterchancen einmal ein bisschen klarer noch ausspielen sollen. Hätten wir 3-0 geführt, dann wäre es leichter geworden. Aber so hat Bayer natürlich nochmal uns alles abverlangt. Und gut, dann haben wir den Elfmeter verschossen und hätten wir 20 Minuten früher etwas ruhigere, zumindest von oben etwas ruhiger erlebt. Hat sich Borussia in der zweiten Halbzeit zu Beginn ein bisschen überrollen lassen von Leverkusen? Ja gut, wenn du 2-0 führst und Leverkusen hatte ja nichts zu verlieren, das war doch klar, dass sie mit Mann und Maus kommen und Kießling vorne drin ist extrem schwer zu verteidigen und das ist aber alles nichts Neues und am Ende hier musst du erstmal gewinnen. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben ja über ein Jahr nicht mehr verloren hier und insofern ist das auch nicht so einfach. Das ist schon ein Big Point, den wir heute gemacht haben, auch wenn es am Ende dann vielleicht ein bisschen glücklich war, aber wenn man bedenkt, dass wir den Elfmeter noch verschossen haben. Okay. Big Point, gerade auch in Hinsicht auf die Tabelle, jetzt endlich wieder Zweiter? Ja, das war jetzt auch Zeit. Ne? Ich hatte schon immer das Gefühl, dass wir da eigentlich hingehören und jetzt haben wir das und haben jetzt 2 Heimspiele vor der Brust, sollten wir idealerweise auch ein bisschen punkten, dann sieht es eigentlich gut aus.